Ja, hallo zusammen. Weiter geht's mit den Potenzen mit negativer Basis. Und da fehlt uns ja jetzt noch der Fall, dass im Exponenten eine rationale Zahl, also ein Bruch, steht. Ich schreibe das mal kurz auf. Jetzt soll der Exponent ein Bruch sein, eine rationale Zahl. Und das Problem ist jetzt, bei negativer Basis funktioniert das nicht immer, das auszurechnen. Das werden wir gleich an einigen Beispielen sehen. Und deswegen brauchen wir jetzt noch zwei zusätzliche Dinge, die erfüllt sein müssen. Nämlich zum ersten, dass der Bruch so weit wie möglich gekürzt ist. Also der Exponent muss so weit wie möglich gekürzt sein. Und der Bruch, der dann im Exponent steht, der muss im Nenner eine ungerade Zahl stehen haben. Also dann muss der Nenner ungerade sein. Also dann muss der Nenner ungerade sein. Und wenn das der Fall ist, dann können wir wieder sagen, a hoch p durch q ist gleich die kute Wurzel aus a hoch p, oder wir können sie ausrechnen mit der kuten Wurzel aus a anschließend hoch p genommen. Gucken wir uns da mal ein Beispiel zu an. Also was ist minus 2 hoch 6 Zehntel? Da muss ich also jetzt als erstes so weit wie möglich kürzen. 6 Zehntel können wir kürzen, ist 3 Fünftel. Das heißt, wir haben dann minus 2 hoch 3 Fünftel da stehen. 3 Fünftel können wir jetzt nicht weiter kürzen, es ist so weit wie möglich gekürzt. Und der Nenner, der ist jetzt 5, also ungerade, dann müsste es jetzt funktionieren. Also rechnen wir das mal aus. Das wäre dann jetzt die fünfte Wurzel aus minus 2 hoch 3. Das ist die fünfte Wurzel aus minus 8. Und wenn wir das in den Taschenrechner eintippen, ist das minus 1,5157 ungefähr. Dann funktioniert es also. Wenn wir aber jetzt nicht so weit wie möglich gekürzt hätten und diese Rechenregel da oben einfach schon so angewendet hätten, dann würden wir was anderes rausbekommen. Also minus 2 hoch 6 Zehntel soll jetzt eben nicht die zehnte Wurzel aus minus 2 hoch 6 sein. Denn die zehnte Wurzel aus minus 2 hoch 6 ist ja 64. Die zehnte Wurzel aus 64 ist eben nicht minus, sondern plus 1,5157. Das heißt also jetzt, wir dürfen diese Rechenregel, die da oben steht, nicht einfach auf jeden beliebigen Bruch im Exponenten anwenden. Denn was wir ja hier stehen haben, die 6 Zehntel und die 3 Fünftel ist ja genau dieselbe Zahl, nämlich 0,6. Und es kann ja nicht sein, dass im einen Fall, wenn ich minus 2 hoch 0,6 ausrechne, da minus 1,5 rauskommt und im anderen Fall kommt plus 1,5 raus. Deswegen musste man sich einigen, was eine negative Zahl hoch ein Bruch bedeuten soll. Und dann nimmt man immer den so weit wie möglich gekürzten Bruch, denn sonst, wenn nicht so weit wie möglich gekürzt ist, kann halt das Vorzeichen verloren gehen. Das wäre dann das Problem und deswegen muss so weit wie möglich gekürzt sein, bevor ich hier oben diese Rechenregel anwenden darf. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass der Nenner ungerade sein muss, damit ich überhaupt das ausrechnen kann. Gucken wir uns da ein anderes Beispiel zu an. Was ist denn minus 4 hoch 2 Viertel? Ja, was wir auch hier machen können, so weit wie möglich kürzen. 2 Viertel ist gekürzt 1 halb. Das heißt, wir haben da stehen minus 4 hoch 1 halb. Ja, jetzt müssten wir eigentlich die Wurzel aus einer negativen Zahl minus 4 ziehen und das ist nicht definiert. Ja, also wenn man da eine gerade Wurzel ziehen muss aus einer negativen Zahl, das funktioniert nicht. Deswegen ist das jetzt hier nicht definiert. Also damit das Vorzeichen nicht verloren geht, müssen wir den Exponenten erst so weit wie möglich kürzen.
und dann da oben die Rechenregel anwenden. Und die dürfen wir auch nur dann anwenden, wenn, nachdem wir gekürzt haben, im Nenner bei diesem Bruch im Exponenten eine ungerade Zahl steht. Denn sonst haben wir das Problem, dass wir keine gerade Wurzel aus einer negativen Zahl ziehen können. Ja, das sind die beiden Probleme, die man da hat, wenn der Exponent rational ist und wenn wir eine negative Basis haben. Und der letzte Fall, den wir uns jetzt noch angucken müssen, ist, was ist denn, wenn der Exponent allgemein eine reelle Zahl ist? Also, was ist, wenn der Exponent eine reelle Zahl ist? Dann hatten wir ja a hoch x ist gleich e hoch x mal Logarithmus von a. Für den Fall, dass die Basis positiv ist. Aber das funktioniert jetzt hier leider auch nicht mehr, weil der Logarithmus von a, der ist nicht definiert, wenn a negativ ist. Und das ist ja gerade bei uns der Fall. Unsere Basis ist ja negativ. Also im allgemeinen Fall, wenn die Basis negativ ist, können wir negative Zahl hoch reelle oder im Spezialfall dann jetzt insbesondere die irrationalen Zahlen nicht mehr ausrechnen. Ja, das war dann der Fall, wenn der Exponent eine reelle Zahl ist. Bis bald!